Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge 352 von Simotrans. Wir sind im normalen Pack 128 und wir wollten jetzt als nächstes, glaube ich, die Städte nochmal abklappern wegen Haltestellen, wenn sich die Städte erweitert haben. Das gucken wir uns definitiv gleich nach dem Intro an. Ich würde sagen, bis gleich. Okay, dann schauen wir mal los. Was machen wir hier? WSD ist falsch. Wir müssen das andere nehmen. Wir brauchen jetzt erstmal Stationsabdeckung und dann gucken wir mal, was so eine Stadt hier uns so bringt. Hier ist alles abgedeckt. Da oben wohl auch. Ja. Hier ist nur eine Straße weitergebaut. Da ist nichts passiert. Okay, diese Stadt ist durch. Dann... Oder diese Doppelstadt ist es ja schon mittlerweile, ne? Hardexen und Altenau. Dann, ich mach's mal über die Karte. Gehen wir hier hoch nach, Riedenburg. Hier unten ist nichts. Hier ist alles abgedeckt. Hier ist abgedeckt. Hier ist auch abgedeckt. Da auch. Hier tut sich auch nichts. Die Stadt hier unten ist alles gut. Hier haben wir Straßen mit Leitplanken. Sehr schön. Dann gehen wir mal runter nach Floto, beziehungsweise fangen wir erst den Waldeck an. Waldeck hat hier eine Abdeckung, die okay ist. Die Straße ist auch durch. Hier rechts ist auch alles abgedeckt. Ja. Hier sieht alles gut aus. Gehen wir nach Floto hoch. Da ist aber bestimmt auch alles in Ordnung. Da sieht es gut aus. Da auch. Dann geht die Reise weiter nach Sonderhausen. Sonderhausen haben wir hier. Sonderhausen ist hier abgedeckt. Oh, hier ist eine Kreisverkehrsstadt, ist das, glaube ich, Sonderhausen, ne? Und dann gehen wir nach Lauter runter noch. Hier ist Lauter. Die Richtung ist schon fertig, weil Stadt schon gebaut. Alles fertig. Stadt bebaut, Straße gebaut von der Bahn, deswegen geht es da nicht weiter. Hier sieht alles gut aus. Dann können wir nach Döbeln als nächstes gehen. Döbeln hat hier nichts. Da ist sowieso nichts, weil Wasser. Da oben ist auch gut. Da ist auch gut. Das ist erledigt. Dann gehen wir nach Riedenburg. Radolfzell, nicht Riedenburg. Radolfzell heißt hier auch alles gut. Ist abgedeckt, abgedeckt. Abgedeckt. Da auch alles abgedeckt. Hier sind zwar viele Straßen schon gebaut, aber alles ist abgedeckt. Und dann haben wir noch Adenau. Hier ist alles gut, da ist gut. Oh, wir sind sehr gut mit den Städten. Die sind überall abgedeckt, ne? Ja, wir haben nicht eine Stadt, die sich über das Maß aller Dinge hinaus erweitert hat. Gut, dann ist das schon erledigt, ne? Das bedeutet, wir sind hier durch soweit. Jetzt können wir weiter gucken nach Listenplänen für Haltestellen, ne, oder? Nicht Bezeichnung, sondern wartend. Und dann sortieren wir das mal von ganz viele nach ganz wenig. Hardexen, Stahlwerk. Und das hier, wer wartet denn hier so? Hier müssen noch Leute über zum Baustoffhandel. 2243 und noch weitere über den Baustoffhandel. Kennedy-Straße und... Also die müssen alle hier hin, ne? Hier wartet der Baustoffhandel, oder? Ja, dieser Bahnhof gehört hier hin und dieser ist dann der Baustoffhandel, ne? Still steht da unten. Und da kommt der Zug dafür. Ah, das ist er ja schon. Der ist auch voll. Jetzt die Frage, wie weit fährt der, ne? Vielleicht müssen wir den mal verfolgen. Post ist nicht so viel. Kohlekraftwerk über Riedenburg, Rathaus, Bahnhof. Okay, da müssen wir auch die Kohle mal hier gucken. Das schütt gut. Aber erstmal würde mich jetzt hier der hier interessieren, ne?
verfolgen wir den mal gerade. Der ist voll. Fährt da lang. Da war gerade der Gegenzug. Jetzt wartet der gerade, bis da unten einer rauskommt. Da war er. Jetzt sind wir wieder dran. Und hier hat sich was geändert, aber ich glaube, hier links ist da nicht viel weniger geworden. Und der fährt jetzt wohin? Ah, der fährt gar nicht. Doch, der fährt doch da lang. Okay, ich wollte schon sagen, der fährt gar nicht mehr nach Riedenburg, aber auch das macht der. Was denn hier jetzt gerade passiert? Interessant. Was war das? Das verstehe ich jetzt nicht. Der hat doch hier gerade hinter dem Zug hier angehalten, ne? In dem Postzug. Aber das ist doch... Ja, das versteht jetzt einer. Das ist ein Anzeigefehler, das Ding hier. Gibt's den gar nicht? Doch, der steht doch da. Ist alles richtig, oder? Kühlwaren geladen. Aber naja, wenn das so ist, dann ist das so. Boah, hier sind auch so viele Leute. Nach Adenau. Fahren die über Ostast. Adenau Oststadt, Ostdeutsches Rathaus. Über den Geflügelhof. Ah, das ist mit der Bahn da hinten hin, alles klar. Ich glaube, hier kann definitiv noch Zug drauf, oder? Hier, diese Linie muss noch mehr Züge haben. 2, 4, 5 sind da drauf. Können wir definitiv noch einen mehr machen. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht mehr den Zug, der da lang fährt. Haltestellenliste erstmal raus. Ja, da wollen wir jetzt nicht haben. Kiste mal gerade in dem Moment weg, wo ich es aufgerufen habe. So, da oben fährt er. Und das ist jetzt Linie P. Z. Riedenburg, Adenau über Industrien. Okay. Gut, das bedeutet, so mal ein bisschen raus. Wir gehen hier oben hin zu dem Depot, das hier steht. Holen uns da jetzt einen Zug, der dieser Art ist. So, der hat jetzt... ...240 Kapazität. Jetzt hat er 341 Kapazität und es geht nichts mehr. Achso, das war ein Endzug. Shit. Das ist der Mittelzug. So, der hat jetzt 518. Ich würde ihn jetzt aber mal hier auf 1000 ausbauen wollen. Und jetzt kommt dann eine Lok dran, ne? Und zwar die hier. Wie schnell fährt der jetzt? Wie schnell kann der fahren? 140. Die fährt nur 120. Die auch. Dann ist das unser Lok hier, ne? 150, passt. Fahrplan war PZ. Riedenburg, Hadexen, Adenau über Industrien. Und wir starten den. Machen das mal zu und ich gucke, da kommt er raus. Habe ich ihn erwischt? Ja. So, der fährt jetzt voller Lust und Wolle dahin, wo ich ihn haben will. Das ist ein langer Doppelstockwagen jetzt, ne?
Okay, mal gucken, wo er als erstes hinfährt. Ach so, sieht man ja hier, ne? Zum Stahlwerk. Machen wir schneller gerade. Okay. Hat jetzt nichts geladen. Wo fährt er lang oder fährt er hin? Fährt dahin. So, voll geladen. Und hier habe ich jetzt nichts gesehen, dass was an den Zahlen passiert. Wahrscheinlich deswegen nicht, weil alle sowieso weiterfahren. Da ist ein bisschen was passiert, da sind einige ausgestiegen, aber er ist gleich wieder voll, sehr gut. Wo fährt er jetzt hin? Hier. Ja. Da war er jetzt und ist, glaube ich, auch schon wieder durch. 1028. 867. Da ist nichts passiert. Da ist ein bisschen passiert. Da ist auch ein bisschen passiert. Da ist auch was passiert, aber ganz minimal. Und der Rest müsste jetzt hier aussteigen, ne? Steigen wir gerade 66 ein, ne? Super. Übers große Wasser. Passiert hier was? Na, minimal. Ein paar mehr. Noch mehr. Wenig. Und da ist er schon fast voll. Glaube, da geht nichts mehr dann. Da hat er jetzt umgeschichtet. Da hat er jetzt leer gemacht. Okay, das geht. Angeschlossen haben wir es, weil wir hier Leute loswerden wollten. Aber er kommt schon voll hier an. Ja, deswegen kann er da auch nichts aufnehmen dann, oder? So, jetzt wird er wieder leer. Da auch weniger. Und die 774 gehen zum Geflügelhof. Und 70 jetzt zurück. 89, 130, 217, 231, 321. Okay, jetzt. Und da ist er voll beim Stahlwerk. Hier ist ein bisschen was passiert gerade. Und da auch. Und da steigen alle aus und er ist wieder voll. Hier ist nichts passiert. Da ist ein bisschen passiert. Und da auch. Und jetzt werden sie wieder weniger. Ja, es ist schwierig da auf der Linie, ne? Wo ist er jetzt? Der wartet hier beim Geflügelhof, dass er reinfahren darf. Okay. Und nimmt 35 Leute mit. Da kommt der lange, ist das so? Ja. 784 hat er mit. Nimmt 35 zurück mit. Ja, ist auch nicht viel, ne? Neununddreißig lädt jetzt langsam wieder auf. Hier, den können wir gerade wieder mitfahren. Und jetzt ist er hier hinten voll, oder? Ja. Immer noch da hinten voll. Wenn da hinten noch immer voll ist, ne? Wo stehen denn da? Nach Hadexen alle hier, über 3000. Aber das muss ja langsam sich jetzt abarbeiten, oder? Ist das das gleiche? Ne, Altenau und Hadexen Stahlwerk, okay.
Wo ist er denn jetzt unterwegs? Wo ist er? Schon raus aus dem Bahnhof. Okay, der fährt schon da hinten hin. Ist aber nicht mehr voll. Kommt aber voll zurück. Hier wird jetzt nicht entladen, deswegen passiert da auch nichts. Ja, er entlädt jetzt hier. Da war er gerade, da fährt er gerade raus, glaube. Ja, 3100 steht da noch offen, ne? Und die wachsen wieder, die Zahlen hier. Da war jetzt gerade einer und welche abgeholt, glaube. Der war gerade beim Geflügelhof, hat niemanden jetzt mehr mit. Fährt jetzt gleich da vorbei. 3200, jetzt ist er da. 3173, ist es auch nicht viel gewesen. So ganz klappt das nicht, ne? Hier ist jetzt mal nicht mehr so viel drin. Jetzt kann er hier tatsächlich mal ein paar mitnehmen. Die 512 sind auch nicht voll. Wo hier nochmal unter 3000 kommen? Glaub nicht, ne? Tut sich etwas schwer, das Ganze. Fährt wieder mit gar keinen Leuten vom Altenau, ne, Adenau weg. Kriegt jetzt hier wahrscheinlich ein paar, eine Handvoll mit. 3. 8. Okay, er räumt jetzt auf. Und jetzt kriegt er hier die vielen, ja. Jetzt sind es dann, ja, sind es aber trotzdem nicht so. Altenau-Römerstraße, Altenau-Kalbenzstraße. So, jetzt fährt er den da an und aber keine mit. Niemand möchte rüber zum Geflügelhof. Jetzt hat er schon keine mehr, fährt schon gar nicht mehr darüber. Gewinn ist natürlich richtig gut hier, sehen wir. Da brauchen wir uns erstmal keine Gedanken machen. 3200, ne? Fast 3,3. So, jetzt kommt er da gleich vorbei, zwei Bahnhöfe weiter. Hat hier zwar einige eingesackt, aber ja, jetzt ist bald so weit, dass er hier jetzt anfängt, die abzubauen. Nächste Runde sollte das so sein, denke ich mal. Da hinten, jetzt kommt nur noch 56. Jetzt werden hier, ich glaube hier ist das, ne? Ne, der ist das nicht. Hier werden jetzt welche abgebaut. 3, 2. Ja, da ist jetzt auf dem Hinweg gewesen. Die letzten Leute steigen hier auch aus. Kommen wieder mit. Das sind ein paar mehr diesmal. Hier sind wir tatsächlich jetzt unter 3000 gekommen. Ja, jetzt so 800 können wir da mitnehmen. Da kommen wir fast an die 2000 ran. 2,2 sind es jetzt nur noch da. Okay, das geht, denke ich mal. Könnte aber auch sein, dass das auf Dauer hier keinen Gewinn mehr abwirft. Ja, könnte sein, weil diese die Zuladung hier ist dann irgendwann weg. Oh, wo steckt einer fest? An der Möbelfabrik, aber ich bin hier in der falschen Etage. Holztransporter steckt fest. Ist das ein Tunnel oder was? Ist das jetzt die Bild? Oh, jetzt habe ich hier aber Schwierigkeiten. Ne, da ist es, ne? Da komme ich eine Etage höher, oder? Ja. Jetzt steckt der fest. Okay, was sind das hier für Dinger? Also irgendwie sieht es jetzt hier anders aus.
Das sieht natürlich hier, dieses Bild sieht krass aus, oder? Lass uns das hier mal gerade zumachen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Steckt fest, da sind wir. So, der steckt fest, das bedeutet, der hier muss mal wegfahren. Den mache ich aber gerade erst dahin, weil ich den nächsten sehen wollte. Ah, der bringt Nutzholz. Und der muss die Plaketten, na, Plaketten ist gut, ne? Kriege ich so hin, ja. Nee, stopp, das ist verkehrt. Ich habe jetzt nicht das Fahrzeug ausgewählt. Das war der, ne? Fahrplan. Wie kriege ich den jetzt hin, dass der dahin fährt? Fahrzeugdetails, nicht laden, ausmustern, Depot. Okay, so fährt er wenigstens. Haben wir es geschafft. Jetzt entladen die das Holz hier, ne, oder? Ja. Dann können die da auch wieder fabrizieren wahrscheinlich. Und deswegen geht das mit dem einen Wagen nur. Aber hier passt ja irgendwie was nicht. Mit den Linien, die da ankommen oder gehen, ne? Dann macht das mal alles zu gerade. Macht das nochmal auf. Verbindungen. Irgendwie sind die Verbindungen ja falsch gesetzt hier, oder? Fahrplan liegt da. Dann würde ich sagen, hinzufügen ist an. Dann soll der doch dahin fahren. Riedenburg Möbelfabrik. Shit, welcher halt ist das jetzt? Der machen wir jetzt weg, ne? Ja. Dann ist das der. Ja, das ist irgendwie komisch jetzt hier, aber ist jetzt egal, das passt erstmal. Und der zweite Weg hier ist jetzt hoffentlich da anhalten, oder? Ja. Also die LKW sollten jetzt nicht die gleiche Ladebucht haben, oder was es auch immer ist. Ist das überhaupt für eine Hütte? Die Möbelfabrik, okay. Jetzt sind die LKWs weg. Kommen nicht wieder, weil sie wo stehen? Da im Stau, aber da geht's noch. Da bewegt sich's noch. Gut. Ladezone. Sieht cool aus, oder? Sehr schön hier gemacht. Wie, der eine fährt da vorne hin und die anderen fahren dahinter? Okay, das ist eine Doppelladezone und zum Glück fährt er an der richtigen Stelle dahin, oder? Und jetzt holen die da Holz, ja, passt. Sieht erstmal gut aus, oder? Ja, ich glaube, das passt schon so. Ja, okay. Können wir so lassen, würde ich sagen. Ja, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr keiner überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.